Hallo, herzlich willkommen beim Bastelbots. Ja, jetzt geht es gleich an die Oberflächenbehandlung und das bedeutet, dass der Body und der Hals geschliffen werden. Und das mache ich mit einem Schleifpapier Krönungsgröße ca. 400. Ich fange an erstmal mit 200, um erstmal so die groben Stellen zu schleifen oder ja, so ein paar Stellen vielleicht, die man einfach nochmal schön schleifen sollte bei irgendwelchen Bohrungen hier. Am Ende sollte es auf jeden Fall 400er Schleifpapier sein. Sei sehr gewissenhaft und je besser oder je sorgfältiger man geschliffen hat, umso besser ist dann auch das Endergebnis, wenn der Lack aufgetragen wird oder das Öl. Achtet darauf, es ist ja hier ein Lindenholz und darauf geklebt oder darauf ist ein Ahorndecker aufgetragen. Es ist so, ihr könnt ihr nicht endlos schleifen, bis ihr wieder beim Lindenholz seid. Seid daher gewissenhaft. Macht das am besten wirklich sehr vorsichtig. Und vor allem immer schöne Maserrichtung. Also hier sieht man ja, dass die Maserung von hier von unten nach oben geht oder von oben nach unten. Und dementsprechend sollte ich auch in diese Richtung immer schleifen. Am Ende, wenn das dann soweit ist, werde ich diese ganze Geschichte etwas beizen. Das heißt, ich mache es etwas dunkler. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch Beize besorgen, hier in solchen Fläschchen. Die sind dann schon vorgefertigt. Oder ihr besorgt euch Beize in so Tüten und könnt die dann selber zu Hause anrühren in ganz normales Leitungswasser. Ein Beiz hat den Vorteil, dass es ja, relativ einfach ist aufzutragen. Das ist halt eine Umfärbung des Holzes, wenn man so möchte. Und zwar immer eher in die dunklere Richtung, in die hellere geht es eher schwieriger. Es gibt zwar weiße Beize, aber die sehen dann ein bisschen seltsam aus. Das ist natürlich auch letztes Geschmackssache. Aber ich habe mich jetzt hier für so einen braunen Ton entschieden. Und der Vorteil auch bei der Beize ist, ihr könnt die Beizen, die Farben untereinander mischen und kommt da vielleicht auch dazu sehr... ja, sehr verrückten Ergebnissen, was den Farbton angeht. Am Ende muss natürlich dann noch versiegelt werden. Das heißt, die Beize an sich ist jetzt nur für die Optik, für den Schutz oder andersrum, Schutz bietet die Beize gar nicht. Da solltet ihr entweder mit einem Klarlack das Ganze versiegeln oder ihr könnt natürlich auch ein Öl nehmen oder hier so ein Hartwachsöl. Das wird auf jeden Fall dann noch aufgetragen. Somit ist dann auch der Body geschützt vor Feuchtigkeit, vor Nässe und auch vor Schmutz. Und unter Umständen auch vor, ja, vor leichten Stößen oder Schlägen. Wie gesagt, das kommt ein bisschen darauf an. So ein Öl ist natürlich dementsprechend etwas, ja, etwas, oder sagen wir mal so, nicht ganz so hart wie ein ausgehärteter Klarlack. Ganz wichtig ist, gerade was die Lackierarbeiten angeht oder was die Farbarbeiten angeht, seid sehr geduldig. Und das bedeutet, dass es nicht innerhalb von 2 Stunden gemacht. So Lackierarbeiten, Oberflächenbehandlung, das kann auch durchaus mal einen Monat dauern. Das heißt, ein Lack wird aufgetragen, es muss trocknen, dann wird erstmal gibt es einen Zwischenschliff, dann wird wieder ein Lack aufgetragen, wieder Zwischenschliff und das kann sich wiederholen bis zu 10 oder 20 Mal. Und bis ein Lack dann wirklich durchgetrocknet ist, das kann schon mal mehrere Tage dauern. Dementsprechend lange dauert auch eine Oberflächenbehandlung. Wer es relativ schnell haben möchte, der greift am besten dann zu einem Öl, so hier ein Hartwachsöl oder auch ein ja, ganz normales Holzöl. Das dauert dann nicht ganz so lange. Oder ihr verwendet einfach so einen Klarlack aus einer Dose. Die sind dann schon nach mehreren oder ja, nach 20 Minuten staubtrocken und schon nach wenigen Stunden eigentlich soweit durchgetrocknet, dass man dann schon weiter loslegen kann, um den zweiten Lackauftrag aufzutragen. Was die Kopfplatte angeht, habe ich ja hier die Möglichkeit, hier noch so ein Logo aufzutragen, wenn man mag. Da gibt es eine ganz einfache Variante. Man kann hier einfach mit einem Lackierstift etwas aufschreiben. Was sehr schön ist, ist eine sogenannte Wassertransferfolie oder Wasserschiebefolie genannt. Da kann ich mit meinem PC mein Logo entwerfen, das Ganze auf diese Wasserschiebefolie ausdrucken und mir dann hier zurecht ja, schieben. Und am Ende wird das Ganze auf jeden Fall dann auch nochmal überlackiert, sozusagen zum Versiegeln. Ja, wie gesagt, erst schleifen, dann folgt die Beize, dann kommt das Hartwachsöl bei mir dran und los geht's.
Jetzt ist es auch Zeit, sich Gedanken zu machen über die Kopfplatte. Und was sehr schön ist, ist natürlich, wenn hier ein Logo oder ein Schriftzug aufgetragen wird. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das mit einem Lackstift machen, mit einem Aufkleber oder auch Intarsien. Was relativ professionell und sehr schön und sehr einfach ist, sind sogenannte Wasserschiebe- oder Diekelfolien. Der Vorteil von diesen Wasserschiebe- oder Diekelfolien ist, dass ihr an eurem Rechner euer Logo entwerfen könnt und auf diese Wasserschiebefolie ausdruckt und dann letzten Endes hier auf die Kopfplatte bringt. Das bedeutet, Wasserschiebefolien sind eigentlich so, hier ist ein Blatt Papier, so ein Trägerpapier, auf dem eine hauchdünne, transparente Folie aufgetragen ist. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal für den Tintenstrahldrucker und einmal für den Laserdrucker. Dementsprechend solltet ihr euch natürlich die richtige Folie besorgen. Die Arbeitsschritte sind relativ simpel. Zunächst einmal muss die Kopfplatte vorbereitet werden. Das bedeutet also hier schleifen und zwar schön glatt, vielleicht 400er oder 600er Schleifpapier. Das Ganze dann entstauben, abkleben und dann mit einem Klarlack erstmal versiegeln. Das heißt einfach mit dem Klarlack über die Kopfplatte erstmal rüber. Dann druckt ihr euch natürlich euer Logo aus, entwerft es natürlich, druckt es aus mit der entsprechenden Größe bzw. Skalierung, sodass es auch hier auf die Kopfplatte passt. Achtet darauf, dass ihr natürlich hier die Mechaniken habt. Und dementsprechend solltet ihr vielleicht ein paar Probeausdrücke auf normalem Papier machen, ausschneiden und schauen, ob das hier alles passt. Wenn ihr es dann halt ausgedruckt habt, dann wird die Wasserschiebefolie auch hingelegt und dann mit dem gleichen Klarlack auch einmal hier versiegelt einfach drüber sprühen. Wenn alles getrocknet ist, solltet ihr euch erstmal die Kopfplatte anschauen. Die sollte natürlich keine Blasen haben. Wenn dem so ist, dann nochmal mit ganz feinem Schleifpapier überschleifen und eventuell nochmal überlackieren. Dann müsst ihr schauen, wie glatt die Oberfläche letzten Endes ist. Wenn dann auch die Wasserschiebefolie ausgetrocknet ist, also der Lack getrocknet ist, dann das Logo ausschneiden, in ein Wasserbad legen und dann dieses Trägerpapier mit der Folie hier auf die Kopfplatte schieben und dann löst sich langsam auch diese transparente Folie und so könnt ihr dann relativ einfach diese transparente Folie vom Trägerpapier abziehen und letzten Endes richtig positionieren auf die Kopfplatte und dann mit einem trockenen Tuch abtupfen, sodass dann hier wirklich dann nur noch die transparente Folie auf der Kopfplatte drauf liegt und trocknen lassen und dann mit einem Klarlack, und zwar mit dem gleichen Klarlack, mit dem ihr quasi die Wasserschiebefolie und auch die Kopfplatte bearbeitet habt, dann nochmal versiegeln. Und wie das geht, zeige ich jetzt.